Landtag in Neu-Ulm und für den Bezirkstag in Günzburg. Und Brigitte kandidiert für den Landtag in Günzburg und für den Bezirkstag in Neu-Ulm. Okay, ja. Danke. Bitte. Anti-Antifa, Antifa, Hurensöhne, Anti-Anti-Anti-Antifa, Antifa, Hurensöhne. Ich bin's wieder, ihr Lieben, eure Julia, eure bipolar gestörte und politisch voll schizophrene transspirituelle Julia. Und ja, yeah, sie sind wieder da. Die Gegendemonstranten, die Antifa-Gegendemonstranten auf dem Ulmer Spaziergang. Ja, sie sind wieder da. Ich habe ja früher mal selber zu denen gehört, ne? Und wir haben sie schon vermisst. Und jetzt sind sie wieder da. Ja. Okay. Nicht viele, ja, so 5-6 Leute ungefähr, habe ich gemeint, zu zählen oder gesehen. Aber immerhin. Jeder ist herzlich willkommen, jeder soll sich wohlfühlen, ja, und ich hoffe auf einen guten, konstruktiven Dialog, ja. Und da ich ja von der eher linken Ecke komme und mich auch ganz klar in den gemäßigten, quasi gemäßigten Flügel, kann man so sagen, der Spaziergänger, Querdenker-Bewegung positioniert habe. Wobei, ich muss auch sagen, Querdenker stimmt eigentlich auch nicht mehr. Corona-Spaziergänge stimmt ja auch nicht mehr. Also von dem her, Querdenker, das hat ja eigentlich nur mit den ganzen Corona-Maßnahmen zu tun gehabt. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so das Thema. Hauptthema ist ja jetzt Ukraine-Krise. Ja? Also was die Leute jetzt am meisten beschäftigen. Ja? Und da kann es natürlich auch sein, der jemand, der früher die Maßnahmen befürwortet hat oder so, oder vielleicht immer noch befürwortet, aber jetzt gegen die Waffenlieferungen ist und gegen diese einseitige pro-ukrainische Unterstützung, der kann ja auch mitlaufen oder kann auch sein, dass es da auch welche gibt oder dass da welche sind oder wie auch immer. Und von dem her ist eigentlich Querdenken auch nicht mehr so richtig, aber es ist halt immer nur der gängige Bereich, auch von den Mainstream-Medien, was den Ulmer Spaziergang betrifft. Ich hoffe, ich habe mich jetzt so richtig ausgedrückt. Ja. Und jetzt war es so, dass jetzt gestern am Freitag, ausgerechnet an diesem Freitag, ging es mir nicht gut. Ja. Ich war in Ulm, aber mir ging es irgendwie nicht gut. Also mir ging es schlecht, also ich habe irgendwas mit dem Magen gehabt oder so, mir war auch schwindelig und
Und auf jeden Fall habe ich mir dann gesagt, dann gehe lieber im Biergarten rum aus, trinke ein paar kühle Getränke oder so. Ne? War vielleicht auch von der Hitze und so. Und da wollte ich jetzt nicht mitlaufen. Ja, ausgerechnet jetzt, wo ich nicht dabei bin, waren Gegendemonstranten da. Und was ich jetzt, um gleich mal zum Punkt zu kommen, was ich anbieten möchte, da ja eher von der linken Ecke kommen und auch eher jetzt gemäßigte Positionen vertritt, also es gibt ja bei den Spaziergängen Leute, die eher radikale Positionen vertreten, möchte ich mich anbieten, also zum Dialog, zum Gespräch. Also, wie gesagt, liebe Gegendemonstranten, wenn ihr das Video seht, ihr seid herzlich willkommen, ihr sollt euch wohlfühlen, solange ihr friedlich bleibt, ist ja alles gar kein Thema. Wir wollen ja auch einen Gedankenaustausch, ja, dass man vielleicht irgendwo aufeinander kommt und sich vielleicht besser versteht oder die andere Seite mal besser versteht. Von dem her, dabei ist niemand und das soll halt alles friedlich sein und von dem her alles easy. Ja. Das andere ist natürlich, dass wenn dann die Gegendemonstranten dann gleich mit Nazis rauskommen, finde ich natürlich schon ein bisschen heftig. Also jetzt komplett alle als Nazi zu bezeichnen, finde ich schon ein bisschen krass. Es gibt oder es gab auch welche Leute, die schon Ansichten vertreten haben, die, sagen wir mal, extrem waren. Ja? Die aber nicht mehr mitlaufen. Also wo ich noch sage, Markus Mössle, leider Gottes war der auf meiner Kundgebung, ich habe nicht so viel über den Mensch Bescheid gewusst, war einer, der zu den Extremeren gehört, oder der Rainer Schneider, aber das ist so für mich, also so wie ich ihn kennengelernt habe, als ein rechtsextremer Sozialdarwinist und Anarchist, so würde ich den jetzt einschätzen, aber der ist auch nicht mehr dabei, na? Und ich muss ja sagen, auf die Leute kann man verzichten. Ja, also das muss ich auch sagen und von dem her ist es halt unfair, jetzt uns als Nazis zu bezeichnen. Mir ist es wurscht, wenn ich weiß ganz sicher, dass ich kein Nazi bin, das weiß ich von meinem Inneren, von dem her, aber es könnte halt schon manche auch verletzen, ja, von dem her. Und ansonsten, wie gesagt, ja klar, es gibt verschiedene Meinungen, alles ganz easy, alles kein Thema. Ich habe mal jetzt überlegt, ob ich vielleicht das wieder anziehe. Und zwar ist das hier eine Warnweste, wo ich draufgeschrieben habe, Dialogteam. Ja, und beherzen und umarmen, ja, so sieht es aus. Und vielleicht zieht es an, wenn jetzt die Gegendemonstranten öfters kommen, dass man, oder mehr kommen, ja, ist ja okay, dass man gleich sieht, okay, ich bin hier, um Dialog zu führen, um eine Brücke zu bauen, ja. Also ich eigne mich halt als Brücke, weil ich halt eher gemäßigte Flügel bin und auch eher auf dem linken Bereich eher links denkt, manche Punkte und jetzt nicht so radikale Positionen vertreten wie man andere auf dem Ulmer Spaziergang. Von dem her würde das ganz gut passen. Aber ich tue es runter, mir, es ist halt einfach zu heiß. Es ist da, jedes Kleidungsstück sorgt noch für ein bisschen Wärme und ich will wenig Wärme. Von dem her, ich gehe auch dann jetzt auch baden, ich genieße die Zeit, weil man weiß nie mit dem ganzen um der Ukraine-Krise, wenn die da rumspinnen, bis mal der dritte Weltkrieg und alles spät ist, dann kann man nämlich so sorglos vielleicht baden gehen oder Biergarten oder sonst was und genieße jetzt nur die Zeit, solange es einfach noch geht, ja, auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall gegen Nazis, also ich habe früher gegen die NPD demonstriert, als ich noch bei der Linkspartei war und in der IG Metall. Und das würde ich auch heute noch machen. Also ich bin absolut gegen Nazis. Und viele jetzt auch im Spaziergang denken, wo auch so sind, auch gegen Nazis. Von dem her alles gut. Ja, guckt weiter. Jetzt kommt dann noch ein Einspieler, wo die Gegendemonstranten ein kleines bisschen Verstärkung bekommen. Also es wird nur interessant in dem Video, deswegen schaut euch das Video ganz an. Aber ich verabschiede euch jetzt mal und so und wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Zeit. Bis bald. Nazis raus! 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 Nazis raus
Propaganda! Es gibt dumme Kinder! Auf das Propaganda! Es gibt ein Recht! Auf das Propaganda! Was? Das ist der Kanal zu deinem Okay, das reicht jetzt. Thank you.